Kapitel 6. Alles zurückgelassen. Oh, oh, oh. Sie wissen gar nicht, wie man ein Boot steuert. Hm? Mama und Lukas. Oh, sie schaffen das schon. Niemand ist klüger als die beiden. Es blutet wieder. Ja, wir sollten uns darum kümmern, bevor es sich infiziert. Da drüben gibt es Wasser. Ja. Ja, jetzt bräuchte man noch ein bisschen Nähzeug, um vielleicht die Platzwunde zu nähen. Ist das deine Insel? Ja. Die sehen aus wie Zähne. Eine Zweizahninsel. Ich glaube, ich habe sie schon mal gesehen. Auf einem Gemälde. In Vaudans Labor. Sie ist also echt? Ich mach das. Sei bitte vorsichtig. Ja. Fertig. So schnell? Dankeschön. Du bist gut darin. Und ohne dir weh zu tun. Hast du gut gemacht. Also, mein Herr, wir müssen eure Insel finden. Ja. Na, dann gucken wir mal. Finde einen Weg zur Küste. Wie kommen wir auf eine Insel? Mit dem Boot, wenn wir wissen, wo es ist. Meinst du, Mama wird böse sein? Sie wird nicht begeistert sein. Keine Sorge. Und glaubst du, diese Banditen folgen ihnen? Nein, sie sind nicht in Gefahr. Aber sie haben keine Waffen. Sie fliehen oder tauchen unter, Yuko. Oh, sieh nur die Blumen. Ja. Na komm, du magst Blumen. Das sieht richtig nice aus. Was, wenn ihr Boot sinkt? Yuko, wissen Sie, wie man schwimmt? Ihnen passiert nichts. Versprochen? Ja. Warte, siehst du den Baum? Ich bin bestimmt schneller dort als du. Jetzt? Warum? Weil du ein kleiner Angsthase bist. Bin ich nicht. Selber. Dann beweis es. Ein Wettrennen. 3, 2, 1. Hey! Du bist selber ein Angsthase. Hoffentlich blutet es nicht wieder. Ich gewinne. Halb so wild. Nicht lustig. Doch, irgendwie schon. Hast du dir wehgetan? Nein. Oh, sieh mal. Was ist das denn? Was sind das für Federn? Das ist eine schöne Feder. Sie ist so weich und blau. Sie muss von dem Nest dort oben gefallen sein, siehst du? Oh, ja. Wir suchen nach weiteren Nestern. Da finden wir bestimmt mehr Federn. Ja. Bis dahin mache ich aus dir einen Vogel. Ein Rittervogel. Ah, apropos. Ich habe bei meinem Ausflug mit Lukas ein paar hübsche Blumen gefunden. Willst du sie? Ich glaube, ich mag lieber Federn. Oh, na gut. Jetzt doch nicht mehr die Blumen? Das war ein tolles Rennen. Ja, war's. Du hast noch Schmerzen. Nein. Was am meisten schmerzt, ist, dass ich ein Angsthase bin. Aber ein lieber Angsthase. Das ist aber nett. Nächstes Mal lasse ich dich gewinnen. Oh nein, nächstes Mal bist du dran. Jetzt bin ich mal gespannt, wo wir jetzt hier hinten rauskommen. Hörst du das? Was ist das? Gesang. Klingt nach einer Messe. Gibt es hier eine Kirche? Mal sehen. Was ist das? Ein Markt. Nein, hier gibt es keine Stadt. Aber der Gesang kommt von dort. Okay. Vielleicht kennen sie die Insel. Ja. Wir fragen sie. Also, ja, kann auch ein anderes Camp sein. Aber wir gucken mal. Guten Vielleicht sind Tag. Sie ja freundlich. Kann ich etwas für euch tun? Hallo. Ja, wir haben uns wohl verlaufen. Warum singen die Leute? Oh, weil Messe ist.
Wir sind auf Pilgerfahrt, also beten wir für eine erfolgreiche Reise. Oh, ihr seid auf dem Weg nach Rom. Ganz genau. Und ihr, wo führt eure Reise hin? Auf eine Insel. Wir wissen nicht viel darüber. Unser Anführer Perö kennt die Umgebung gut. Er ist euch sicher. Du findest ihn in der Nähe der Ruinen. Er liest die Messe, ruht ein wenig im Schatten. Ihr seht mitgenommen aus. Ja. Danke. Danke. Gern geschehen. Okay. Also dann sind wir jetzt auf der Suche nach Perö. Warum gehen Sie nach Rom? Weil nächstes Jahr das Jubiläum ist. Ein besonderes Jahr. Lass uns diesen Perö suchen. Was? Was ist denn für ein Jubiläum? Achtung, Kinder! Nicht so schnell! Okay. Die Älteren behaupten sich gut. Ja, sie sind unerschütterlich. Hallo, Gans. Werden wir den Papst in Rom sehen? Vielleicht, wenn wir Glück haben. Dort werden abertausende Menschen sein. Okay. Also es ist ja wirklich eine kleine Zeltstadt hier. Hallo. Hallo. Da ist unsere Messe. Ist das da hinten Perö? Ja. Wartet, bis er fertig ist. Oh, Verzeihung. Wir warten hier. Vielen Dank. Mein Herr, ich suche deine Nähe. Beschütze diese demütigen Pilger, die sich in dunklen Zeiten nach Barmherzigkeit sehnen, auf ihrer heiligen Reise. Und empfange die Gebete der Bedürftigsten. Amen. 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 Ihr könnt jetzt zu ihm. Danke. Achso, das war's jetzt. Okay. Amen heißt nicht danke, weißt du? Ah, reden wir mit ihm. Perö! Hallo! Hallo! Oh, hallo. Und willkommen. Ihr seid neu hier. Ja, und anscheinend haben wir uns etwas verlaufen. Und wohin wollt ihr? Ich schätze mal nicht nach Rom. Nein, wir suchen nach einer Insel. Sie hat zwei Zähne und da ist ein Vogel und ein See und da sind Blumen. Es ist wahrscheinlich eine Insel mit zwei großen Bergen. Man sagte, ihr könntet uns helfen. Aus dem Stand nicht. Aber ich habe irgendwo eine Karte des Mittelmeers. Wollt ihr sie sehen? Ja, danke. Das wäre perfekt. Ihr Leute! Wartet hier. Wir suchen einen Jungen und ein Mädchen. Das Mädchen hat Soldaten getötet. Sie ist bewaffnet und gefährlich. Auf Geheiß von Graf Viktor von Arl durchsuchen wir dieses Lager. Ich erkenne einen schuldigen Blick. Aber was du auch getan hast, du bist immer noch ein Kind. Kommt mit mir. Jetzt müssen wir uns wieder verstecken. Mal gucken, ob das gut geht. Wir müssen euch aus dem Lager schaffen. Nee. Folgt mir und bleibt unauffällig. Was ist hier los? Aus dem Weg! Zelte räumen! Sie suchen nach jemandem. Ich frag mich nach wem. Bitte, tut uns nicht weh. Wir haben nichts irgendwelche getan. Irgendwelche neuen Pilger? Eindringlinge? Hier kommen jeden Tag neue Leute an. Werden sie uns verraten? Nein, aber ich hoffe, ihr tut Buße. Ich versuch's. Wir alle müssen uns dem Urteil stellen. Langsam, da sind noch mehr. Zwei. Ein Mädchen und ein kleiner Junge. Ich bin mir nicht sicher. Wir sind so viele. Dann denk nach. Hey, vorsichtig! Zurück! Nein. Ärger. Versteckt euch unter dem Karren. Ich kümmere mich um sie. Machen wir. Ja, kein Problem. Amicia, ich weiß. Psst. Entschuldigung. Ja, was ist? Habt ihr die Gruppe dort schon überprüft? Einige haben sich erst vor kurzem angeschlossen. Sie sehen zwar nicht verdächtig aus, aber wer weiß. Besser als nichts. Werfen wir einen Blick drauf. Ihr habt ihn gehört. Aufpassen und Augen offen halten. Gute Idee. Gehen wir jetzt, Amicia? Noch nicht. Warte auf sein Zeichen. Mhm. Hey, ihr da. Ich? Wie lange seid ihr schon in diesem Pilgerzug? Der Weg ist frei. Kommt. Ruhig. Gehen wir. Okay. Auf der anderen Seite des Pferdegeheges führt ein Pfad zum Meer. Habt unendlich Dank. Danke. Und was jetzt mit der Karte? Komm. Also wir wissen ja immer noch nicht, wo die Insel ist. Die Soldaten tun ihnen nichts. Sie werden niemandem etwas tun, wenn sie uns nicht finden. Entfernen wir uns, soweit es geht.
Also hoffen wir mal, dass die Soldaten wirklich nichts machen. Einige Leute haben gerade einen Jungen und ein Mädchen im Lager erblickt. Sucht sie! Oh nein! Was? Schnell! Sie sind hier! Lauf, Hugo, geradeaus! Zu mir! Richtig! Hier! Licht! Licht! An! Oh nein! Hugo! Da! Eieieiei. Amicia! Oh. Mein Stern. Kopf, wir müssen weg! Ja, ja. Mir ist schwindelig. Deine Hand! Du blutest wieder. Gott. Na, das sieht nicht gut aus. Amicia! Tötet sie sofort! Wir müssen weg! Ja. Wir müssen weiter. Ja, aber dir geht's nicht so gut, Mädel. Wo sind wir? In einem Steinbruch. Da sollen wir rein. Es ist so dunkel. Ich glaube, das ist der einzige Weg. Warte kurz. Gehen wir rein. Wir ja, wir gehen kurz rein. Im Freien bleiben. Wir gucken nur ganz kurz, ob wir was verbessern können. Nein. Kann ich auch nicht. Kann ich nichts machen. Das ist nicht gut. Aber gut, dann gehen wir eben halt jetzt ins Dunkel. Wo sind sie? Weiß nicht. Nimm meine Hand. Du hast Soldaten getötet? Ja, ich hab mich verloren. Hast du mir nicht erzählt? Aus ein, Scham. Zwei. Bleiben wir bei der Sache. Warte, was ist das hier? Amicia, dein Kopf. Ich weiß. Aber wir müssen weiter. Mach dir keine Sorgen. Mhm. Okay, 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 okay. So. Also machen wir jetzt hier wieder Heilen. Warte, Amicia. Da ist jemand. Ich höre nichts. Woher weißt du das? Ich spüre es. Es sind wohl die Ratten. Ich versuche mehr zu spüren. Willst du das wirklich tun? Ja, keine Sorge. Gut, sei vorsichtig. Oh. Ja, ich sehe sie. Sie sind hier. Soldaten. Moment, wie? Die Ratten. Sie spüren das Blut der Menschen. Ich jetzt auch. Es ist wie ein Geräusch. Ein Echo. Und wo sind sie? Na, sie kommen. Wenn du willst, mach ich's nochmal. Schon gut. Gehen wir vorsichtig. Augen offen halten! Sie sitzen in der Falle und können nicht zurück. Wo sind die Arbeiter? Die Mine ist gar nicht verlassen, oder? Ach, fang nicht mit deinem Aberglauben an. Du solltest eher Schiss vor dem Haupt. Okay, 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 also. Hat den wütender gemacht als 1000 Engländer. Mach ich das jetzt? Eine Tür da oben. Oh Gott! Da versteckt ihr euch halt! Wir sind hier drüben! Okay, verdammt. Probieren wir jetzt links, rechts. Jetzt hier lang. Jetzt hier hoch. Wir rennen einfach durch. Das Spiel ist aus! Oder auch nicht. Gib auf! Da! Nicht noch! Da! Schade. Man muss halt Prioritäten setzen. Okay, wir müssen wirklich hier Hide and Seek machen. Oh Gott. Warte mal, kann ich die... kann ich die irgendwie auseinanderklamüstern? Sie sitzen in der Falle und können nicht zurück. Die Mine ist gar nicht verlassen, oder? Ach, fang nicht mit deinem beschissenen Aberglauben an. Du solltest erst... Ich kann keine Pfeile herstellen. Warum kann ich keine Pfeile herstellen? Das Mädchen hat die Hütner gemacht als 1000 Engländer. Wie kriege ich das jetzt hin? Die haben alle Helme auf. Das heißt, ich krieg die nicht kaputt geklatscht. Leider. Ich kann nochmal probieren, ob ich sie verwirren kann.
Ich will mal erstmal kurz gucken, wer wo ist. Nee, der ist jetzt ein bisschen weiter da. Hier lang, ganz sicher. Oh nein! Gefunden! Lass sie nicht entkommen! Sie haben uns gesehen! Das war eigentlich gar nicht so. Dahinter sind sie! Komm mit! Ich hätte einfach noch 2 Sekunden länger warten sollen. Du kommst hier nicht mehr leben. Ja, ja, komm, lass uns doch mal noch anfangen. Ja. War wie gesagt, sneak-technisch ging's, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er da nochmal um die Ecke guckt. Sie sitzen in der Falle und können nicht. Wo sind die Arbeiter? Die Mine ist gar nicht verlassen, oder? Ach, fang nicht mit deinem beschissenen Aberglauben an. Du solltest eher Schiss vor dem Hauptmann haben. Das Mädchen hat mehr gemacht als 1000 Engländer. Okay, jetzt müssen wir wieder kurz warten. Weil irgendwann geht er nach links. So, der geht nach links. Und der geht nach links. Also ich wollte versuchen eigentlich unter dem Ding die Ability zu, also die hier, zu nutzen. Funktioniert nur nicht. Wo sind die Arbeiter? Die Mine ist gar nicht verlassen, oder? Ach, fang nicht mit deinem beschissenen Aberglauben an. Du solltest eher Schiss vor dem Hauptmann haben. Das Mädchen hat ihn wütender gemacht als 1000 Engländer. So, kann ich hier irgendwie... Der Johnny kommt jetzt von da oben, oder was? Hier lang. Ganz sicher. Gefunden! Lass sie nicht entkommen! Wir wurden entdeckt! Du hattest deine Chance. Amicia! Amicia! Wie mache ich das jetzt am dümmsten? Weil schnell hinsprinten geht nicht. Auf einmal sind sie denn da. Einzeln auseinandernehmen kann ich nicht, weil ich sie nicht töten kann. Können sie maximal ablenken. Wo sind die Arbeiter? Die Mine was auch schon nicht so einfach ist. Du solltest eher Schiss vor dem Hauptmann haben. Das Mädchen hat ihn wütender gemacht als 1000 Engländer. Aber wir können was ausprobieren. Ich probiere mal was. Gucken, ob das klappt. Es hat aber nicht die Auswirkung gehabt, die ich gehofft hatte. Schade. Hey, du schießt noch mal. Dann setzt's was. Hier, lass sie haben uns.
So, jetzt komme ich aber nicht dran vorbei. Bewegung, Männer! Okay. War was anders? Es ist diesmal ein bisschen trickier, muss ich sagen. Das ist zumindest für mich. Sie sitzen in der Falle und können nicht zurück. Wo sind die Arbeiter? Die Mine ist gar nicht verlassen, oder? Ach, fang nicht mit deinem beschissenen Aberglauben an. Du solltest eher Schiss vor dem Hauptmann haben. Das Mädchen hat ihn wütender gemacht als 1000 Engländer. Jetzt hat's geklappt. Ich habe keine Ahnung. Das war sehr schlimm. Sind sie eine Bedrohung? Kommen sie. Nein. Aber dafür habe ich Loot liegen lassen. Tief unten. Konzentrier dich auf sie. Das Mädchen. Sie hat erfahrene Soldaten getötet. Wer ist? Ich sehe mehr von ihnen. Du machst das gut. Wieso bin ich warm? Für den Wall kämpfen keine Frauen und Kinder. Hier sind sie auch. Wie kommen wir hier raus? Sie ist besessen. Wir werden sie verbrennen. Fahr zur Hölle. Okay, wie kriege ich die jetzt? Was? Du hast nichts gesehen. Okay. Oh, nicht so okay. Oh, das wird jetzt. Mal ganz kurz gucken. Sicher. Nicht hierher. Hier, eine Falltür. Ja, das ist unser Fluchtweg. Hüpf nun runter! Oh Gott! Oh, nicht jetzt! Amicia! Oh, lass mich! Oh, leco mio! Warten, Amicia! Nein, dann finden sie uns! Wir müssen das Gebäude erreichen. Ist es eine Kirche? Weiß nicht, aber wir sind ausgeliefert. Da ist es vielleicht sicherer. Uns wurde berichtet, dass sie hier sind. Such die Gegend ab. Fang diese Hexe. Sie geben nicht auf. Oh, das sind Schlechter. Hast du in der Roten Stadt viele getötet? Mehr als ich sollte. Das ist jetzt gar nicht so gut. Gar nicht so gut. Den oben kriege ich weg. Der hier unten wahrscheinlich nicht. Weil der wird. Der hat doch einen Helm auf, oder? Wir schaffen es. Ja, und du erholst dich. Ja, der hat einen Helm auf, so eine Scheiße.
Den hier würde ich kriegen. Was ist so? Weg frei. Da war doch was. Sei vorsichtig. Nicht gut. Oh nein. Hier sind Eindringlinge. Sie kommen. Fuck. Verdammt! Fuck, hier kann ich nicht runter. Wenn ich euch finde, sag na komm. Haben die uns gesehen? I don't hope so. Er ist tot. Ihr da! Okay, also die haben uns doch gesehen. Scheiß. Aber okay, 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 okay. Das kriegen wir hin. Hoffe ich. Ist das eine Kirche? Weiß nicht. Aber das ist ausgeliefert. Da ist es vielleicht sicherer. Sind. Such die Gegend ab. Fang diese Hexe. Sie geben nicht auf. Oh, das sind Schlechter. Hast du in der Roten Stadt viele getötet? Mehr als ich sollte. So ein bisschen. Könnte ich... also ich könnte den da abschießen. Ich muss nur gucken, dass der da wegguckt. Was? Steht nicht auf. Ach du Scheiße, es guckt auch noch direkt in unsere Richtung. Das ist gar nicht gut. Der Graf von Arl will dieses Land vom Abschaum befreien. Das Mädchen hat deine Brüder getötet. Sie wird an Ort und Stelle hingerichtet. Und wo ist unser Graf? Hä? Sein Land wird von der Pest heimgesucht. Er erteilt hier die Befehle. Zeig etwas Respekt. Na, nee, mach mal nicht so. Nicht jetzt suchen. Ich bin gerade schon so weit gekommen. Hallo? Mach jetzt. Also, geht das auch ohne suchen? Du hast auch noch einen Deckel auf dem Kopf. Das ist doch schlimm. Das ist nicht gut. Dann kann ich dich nicht umbringen. Wir haben Gesellschaft.
Bescheid, wenn ihr was seht. Ja, nee, ist ja klar. Also könnte ich den jetzt töten oder nicht? Wahrscheinlich nicht. Lieber mal woanders suchen. Das ist gar nicht gut. Kommt der von hinten? Ach, jetzt klettert er da hoch. Der da hochklettert, dann kann ich hier lang. Jetzt einmal hier runter. Und dass er weggeht. Please go away. Please go away. Okay, ist away. Ruh dich drinnen aus. Oh Gott, das war gerade... Okay. Ja, also mit so einer Platzwunde da so Action-Action machen ist nicht gut, glaube ich.